Hallo YouTube, das hier hat mir heute früh Potstopimi geschickt. Ein Video von Miriam Hoppe, worin sie sagt, dass Lukaschenko in einem Interview vor einiger Zeit schon gesagt hätte, dass man ihm Geld angeboten hat, wenn er einen Lockdown macht, so wie in Italien. Und sie sagt dazu, dass sie das Ganze jetzt nicht recherchiert hat, sondern dass sie das einfach so jetzt mal einfach erfahren hat und erstmal so erzählt. Und dass man das doch bitte selber nachrecherchieren soll. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe da einiges recherchiert und das zeige ich euch jetzt. Und ja, es wird, glaube ich, ganz spannend, weil es ist recht erhellend. Also schaut euch das Video möglichst bis zum Ende an. Das Ganze erklärt vor allem die Frage, die einem ja oft gestellt wird: Ja, an Corona, da muss doch was dran sein. Warum machen sonst alle anderen Länder da auch mit? Und das kann ich jetzt beantworten, denke ich. Sie bezieht sich da auf diesen Artikel von Nicola Bizzi, heißt der Mensch. Ich habe mir den Artikel, weil ich kein Italienisch kann, in DeepL eingegeben und ihn mir übersetzen lassen. Und das schaut dann so aus. Also diesem Journalisten geht es eben dabei um den Ausnahmezustand in Italien und dass dieser Ausnahmezustand ausgerufen wurde, eigentlich nur aufgrund von irgendwelchen Prognosen und ohne wirkliche Grundlagen. Darum geht es eigentlich in diesem Artikel. Und dann spekuliert er, das muss man halt wirklich sagen. Dann hier letzten Monat erklärte der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, von dem bekannt ist, dass er sich immer geweigert hat, in seinem Land Notfallabriegelungs- oder sozial distanzierende Maßnahmen zu ergreifen, auf einer Pressekonferenz, dass er von der Weltgesundheitsorganisation ein substanzielles Geldangebot, 92 Millionen Dollar erhalten habe, um wie in Italien zu handeln. Ein Angebot, das sich nach dem trockenen Nein Lukaschenkos in wenigen Wochen verzehnfacht hätte. 900 Millionen Dollar, diesmal angeboten vom Internationalen Währungsfonds, begleitet von der gleichen Bitte, alles schließen und wie in Italien machen. Und das ist von Belta, der weißrussischen Nachrichtenagentur, vom 19.06.2020. Und die Überschrift, bitteschön, Lukaschenko über Aufdringung von zusätzlichen Bedingungen bei Vergabe von äußeren Krediten. Alexander Lukaschenka interessierte sich für die Gewährung der ausländischen Kredite für Belarus. Was würden von uns die Partner verlangen? Man habe die Gewährung von 940 Millionen Dollar schneller Kredite in Aussicht gestellt. Wie werde diese Frage gelöst? Fragte der Staatschef. Dabei hob er hervor, dass das Land die ihm aufgezwungenen zusätzlichen Bedingungen bei der Gewährung von Krediten, die nicht zum finanziellen Teil gehörten, für unzulässig hält. Sie hätten versucht, uns zu diktieren, wie wir zur Bekämpfung des Coronavirus vorgehen müssten. Die Weltbank interessierte sich für die belarussischen Erfahrungen zur Bekämpfung der Corona-Infektion. Sie will uns für eine effiziente Bekämpfung dieser Krankheit unterstützen und die Erfahrungen des Gesundheitsministeriums übernehmen. IWF fordert nach wie vor Quarantäne, Isolierung, Ausgangssperre. Das bedeutet, die Weltbank, der IWF, hat gefordert, wenn sie Kredite geben, dann müssen die Weißrussen eben die Maßnahmen Quarantäne, Isolierung, Ausgangssperre übernehmen. Und da muss man sich doch fragen, was geht die Weltbank das an? Und außerdem ist es natürlich dann schon in dem Zusammenhang auch ganz interessant, was da gerade in Weißrussland passiert nach den Wahlen. Also, dass man ja sehr versucht, den Lukaschenko abzusetzen. Also was man aus dieser Meldung entnehmen kann, ist, es bestätigt auf jeden Fall das Vorgehen des IWF. Andererseits
geht es anscheinend nicht, wie das ein bisschen in dem italienischen Artikel klingt oder auch bei der Miri klingt. Es bestätigt nicht, dass es sich da um irgendwelche Privatgelder, die sich die Leute in die Tasche stecken können, handelt. Also es bestätigt jetzt keine Bestechung in dem Sinn, aber es bestätigt die Bestechung von ganzen Ländern, aber nicht von einzelnen Personen, nicht von Regierungschefs. Das muss man trennen. Zum Thema IWF, also die Weltbank, das ist der Ernst Wolf, Journalist. Da gibt es etliche Interviews mit ihm. Der hat ein Buch geschrieben, Weltmacht IWF. Und ich habe es nicht gelesen, aber ich habe mir etliche Interviews angeschaut, unter anderem bei KenFM. Und der wirft eben dem IWF vor, also erstens mal, dass da sehr viel Korruption im Spiel sei, vor allem auf Seiten der Länder. Und zweitens, dass der IWF eben wirklich unmöglichste Bedingungen oft an seine Hilfen knüpfen würde. Und was ist denn überhaupt der IWF? Der IWF, der wird vor allem von Amerika dominiert. Das ist der größte Einzahler. Und zwar also die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank. Der IWF vergibt Kredite an Länder. Aber er vergibt eben Kredite nur unter bestimmten Bedingungen. Also er vergibt sie nicht einfach nur aus Großzügigkeit, sondern er knüpft daran dann immer Bedingungen, eben wie zum Beispiel Privatisierungen und sowas. Also der IWF ist ein politisches Instrument, und zwar ein politisches Instrument, muss man sagen, der Großbanken. Also das sind ja eigentlich alles private Banken, die das im Endeffekt regeln. Und wenn jetzt der IWF als Vorgabe macht für Kredite, dass die Corona-Maßnahmen entsprechend durchgezogen werden müssen, dann ist das für arme Länder, sind diese IWF-Kredite oft überlebenswichtig. Und ich habe mir jetzt eben noch weiter angeschaut, etliche Länder, ich zeige es euch. Hier haben wir einen Artikel aus Kurier, also Österreich. Der IWF hat seit Beginn der Corona-Krise bereits an vielen Entwicklungs- und Schwellenländern Nothilfen vergeben, um deren Wirtschaft und Wechselkurs zu stützen. Die Finanzierungen umfassen bislang rund 25 Milliarden US-Dollar. Zu den größten Empfängern gehörten unter anderem Ägypten, Pakistan, Nigeria und Ghana. Ja, und dann habe ich mir eben diese Länder einzeln angeschaut. Und die haben alle etwas gemeinsam, nämlich sie haben zumindest zeitweise einen ziemlich harten Lockdown durchgeführt. Also, und zwar muss man auch noch dazu sagen, mit extrem geringen Zahlen, also eigentlich völlig ungerechtfertigten Lockdown. Also die haben ihrer Bevölkerung wesentlich mehr geschadet durch ihren Lockdown, als sie ihnen genutzt haben. Das kann man bei diesen Ländern ganz klar sagen, weil es gibt relativ fast keine Toten und eigentlich gab es keine großen Probleme. Und wir können meiner Meinung nach daraus schließen, dass sie das wohl hauptsächlich getan haben, weil es eben wohl dann um Kredite des IWF ging. Also der IWF hat dafür gesorgt, dass diese Länder in den Lockdown gingen und dass sie diese ganzen drakonischen Maßnahmen mitgetragen haben, obwohl es sachlich noch viel weniger Grund gab als bei uns. Also wir können uns ja mal ein Beispiel anschauen. Das hier sind die Todesfälle in Ghana. Also insgesamt 200 kumuliert, also kumuliert heißt ja, da wird immer drauf gerechnet, das können also gar nicht weniger werden. Und hier Todesfälle pro Tag und laut WHO, und ihr wisst ja, wie die WHO rechnet, alles, was irgendwie infiziert ist und stirbt, ist ein Todesfall. Also das heißt, die haben insgesamt 200 Todesfälle bei einer Bevölkerung von etwa 25 Millionen Leuten. Und das Gleiche mit den Infektionsfällen. Also
Es ist völlig lächerlich, muss man sagen. Also, und dafür haben die eben einen riesen Lockdown gemacht und damit mit Sicherheit einen Großteil ihrer armen Bevölkerung oder sehr viele ihrer Armen erst recht umgebracht. Und genauso schaut es in Ägypten und Nigeria aus. Also man kann an diesen Ländern sehen, die eben auf jeden Fall sehr große IWF-Kredite gekriegt haben, laut Kurier.at, dass da ein Lockdown und die ganzen Maßnahmen wirklich nicht angezeigt gewesen wären und dass die natürlich vor allem zu Lasten der armen Bevölkerung gegangen sind. Also auf die Art lässt sich eben die Frage beantworten, warum machen die alle mit? Und die machen deswegen mit, weil sie sonst keine Gelder kriegen vom IWF. Und weil viele gerade ärmere Länder auf die Gelder vom IWF angewiesen sind. Deswegen machen die da mit. Und warum macht der IWF das? Ja, das ist eine gute Frage. Da kommen wir zu den Spekulationen, dass es vielleicht wirklich darum geht, eine Finanzkrise zu verstecken, die so und so gekommen wäre. Also der IWF ist anscheinend eine der treibenden Kräfte. Und wer dominiert den IWF? Das sind eben ja internationale Banken und natürlich vor allem auch internationale amerikanische Banken. Und da sind wir dann wieder beim guten alten Deep State. Wir wissen jetzt zumindest, warum da die ganzen Länder mitmachen, auch wenn es eigentlich keinen Grund gibt. Sie werden genötigt. Schönen Abend, YouTube. Gegen das Völkerrecht verstoßen. Kosovo-Krieg. Da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Gerhard Schröder in den Knast gehört. Schönen Abend, YouTube.